zwar. Boxen in einer dunklen Zeit geboren, voller Hass, voll Angst und voller Not. Die alte Welt vergangen und verloren, die neue unter Schmerzen erst geboren. Nochmals ganz herzlich willkommen hier im Globe Theater Wien. Normalerweise findet hier ja Kabarett statt. Ich hoffe, es wird heute auch ein bisschen vergnüglich werden. Ich begrüße mal alle Freundinnen und Freunde und Zeitgenossen und natürlich die Familie von Dr. Josef Starebacher. Sie sind alle gekommen. Und wer sonst noch hier ist, so ihr es nicht ohne dies schon entdeckt und im Small Talk begrüßt habt, das wird euch jetzt der erste Präsident des Wiener Landtags, ein, man könnte sagen, Kind von Josef Starebacher verraten. Ernst Woller, bitte auf die Bühne. Sehr geehrte Damen und Herren, in dem Kreis kann man wirklich sagen, liebe Genossinnen und Genossen, ich darf euch alle sehr, sehr herzlich begrüßen und freue mich, dass ihr zu dieser wichtigen Festveranstaltung gekommen seid. Josef Starebacher ist genau heute vor 101 Jahren geboren und wir wollten eigentlich eine große Feier am 25. März 2021 machen zum 100. Geburtstag. Nun, bekanntlich war da einer der härteren Lockdowns und daher konnten wir damals überhaupt keine Veranstaltung machen. Wir haben aber dieses Jahr gut genutzt und haben viel erledigt. Nämlich wir haben beispielsweise eine Straße nach Josef Starebacher benannt und wir haben sie ja heute gemeinsam enthüllen dürfen. Und das dauert so und so immer ein paar Monate, weil das ist ein langwieriges Prozedere, bis eine Straße benannt wird. So war es eigentlich gut, dass wir dieses eine Jahr gewonnen haben. Wir haben in der Zeit auch eine Broschüre produziert und dazu vielleicht dann auch noch später. Aber ich glaube, dem Stari hätte es durchaus als Pragmatiker gefallen, dass man zum 101. Geburtstag die Feier macht, weil es sich halt anders halt irgendwie nicht machen hat lassen. Nun, unser Stari war eine Lichtgestalt der Sozialdemokratie und der Gewerkschaftsbewegung. Das zeigt sich auch heute hier an diesem doch hochkarätigsten Personenkreis, der sich zusammenfindet zu seinem 101. Geburtstag. Jetzt wird heute eh noch viel gesagt, was Stari alles gemacht hat, aber 13 Jahre Regierung Kreisky, Chronist der Regierungsära Kreisky. Er war insbesondere bei uns in der Sozialdemokratie im 3. Bezirk ganz wichtig verankert. Er war 21 Jahre lang Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Landstraße, damit der längst dienendste Bezirksparteiobmann. Und er war 22 Jahre unser Nationalratsabgeordneter. Und das ist auch der Grund, warum wir uns natürlich dafür eingesetzt haben, dass die Straßenbenennung hier im 3. Bezirk erfolgt. Und wenn sich jemand fragt, warum gerade da in Neumarx, ein bisschen schon noch ein Entwicklungsgebiet, würde ich einmal sagen, wird sich hier noch vieles tun. Aber die Starebacher Straße wird einmal eine ganz berühmte Straße werden, weil jeder, der in Zukunft in die Eventhalle von Wien geht, das ist doppelt so groß wie die heutige Wiener Stadthalle, auf der Karten wird draufstehen, Starebacher Straße Nummer 1. Also das heißt, es wird in Zukunft noch viel bekannter sein, wo die Starebacher Straße ist, nämlich dort, wo die Eventhalle von Wien ist. Nun, warum stehe ich hier? Weil Stare für mich, und das hat die Sissi schon gesagt, so etwas wie ein wirklicher politischer Ziehvater war und ich ihn zu meinen wichtigsten politischen Lehrmeistern zähle, die ich in meiner doch auch schon langen politischen Arbeit kennenlernen durfte. Als ich 1976 Obmann der Sozialistischen Jugend Wien geworden bin, damals 22 Jahre alt, ausgeschaut habe ich wahrscheinlich wie 17, also so in etwa bin ich natürlich in den Parteivorstand gekommen und habe mich dort also eigentlich nicht wirklich auskennt, habe nicht gewusst, wo ich mich hinsetzen soll. Und da hat der Stari gesagt, Ernstl,
da setzt die zu mir. Und dann bin ich immer neben Stari gesessen, später dann zwischen Staribacher und Heindl. Und er hat immer auf mich aufgepasst. Und das war sozusagen eine sehr schöne Zeit. Also wirklich, der Stari und ich haben 10 Jahre miteinander verbracht bei unzähligen Sitzungen der Wiener SPÖ. Und wir waren immer Sitznachbarn. Und wir haben tatsächlich immer richtige Gaudi gehabt. Also es war immer lustig mit ihm. Und wir haben da auch noch immer Zeit gehabt für Scherze. Er hat mir da immer lustige Geschichten erzählt, die ich jetzt nicht preisgeben will. Und er hat trotz allem, weil wir immer doch tratscht haben, hat er auch immer mitgeschrieben. Und zwar penibel mitgeschrieben. Und aus dem sind entstanden 15.000 Seiten Tagebücher, über die heute noch im Detail auch informiert werden wird. Er hat mir bei der Gelegenheit übrigens auch vor dem Parteiausschluss gerettet. Also da muss ich mir wirklich noch einmal dankbar sein und auch im Namen der großen Sozialdemokratie, dass wir damals nicht rausgehauen haben aus der Partei, weil er war zwar der oberste Vertreterentwickler von Zwentendorf und ich war damals als Obmann der sozialistischen Jugend natürlich genau auf der anderen Seite, nämlich gegen Zwentendorf. Und er hat zwar das nie verstanden, aber er hat gesagt, dem Wollack wird nichts getan und alle Versuche, die da immer wieder aufgekommen sind, dann die sozialistische Jugend und mich im Besonderen aus der Partei rauszuhauen, hat er verhindert und er hat mich also quasi hier beschützt. Das ist auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, man sollte vielleicht initiativ werden, um nach Staribach eine Straße zu benennen und das ist uns, wie gesagt, im vergangenen Jahr und heute mit dem Abschluss gelungen. Nun, seine große Ausstrahlung sieht man auch heute, wenn man anschaut, den Personenkreis, der heute hier zusammenkommt. Und eigentlich müssen die jetzt jeden Einzelnen persönlich begrüßen. Das geht aber nicht. Daher werden wir es versuchen, so in Gruppen zu begrüßen. Als erstes einmal die Familie von Josef Staribacher begrüße den Sohn Wolfgang, die Schwiegertochter Maria und den Enkelsohn Daniel. Ihr werdet ja dann auch noch die Gelegenheit haben, auf der Bühne dazu was zu eurem Vater oder Großvater zu sagen. Für die ganz, ganz große, ja, herzlichen Applaus. Für die große Gruppe der politischen Menschen, die mit Staribacher oder in derselben Zeit gearbeitet haben, begrüße ich stellvertretend unseren Bundespräsidenten des Herzens, Heinz Fischer, und alle, die mit Staribacher in der Regierung oder in Regierungen mitgearbeitet haben. Übrigens, die Sicht ist da so, dass ich euch kaum sehe, aber ich weiß, wer wo sitzt in etwa. Also ich begrüße hier ehemalige Mitglieder der Regierung, Ferdinand Latziner, Rudolf Streicher, Liesl Bittermann aus der Wiener Stadtregierung, Rudi Schicker aus der Wiener Stadtregierung, Ewald Nowotny habe ich gesehen. Also das sind sehr viele Zeitgenossen, die genau mit Staribacher in dieser Zeit gearbeitet haben. Ich begrüße für die SPÖ-Landstraße leider nicht den Bezirksvorsteher Erich Hohenberger, der ist jetzt erkrankt. Der ist übrigens der Einzige, der nicht Corona hat. Alle anderen, die erkrankt sind, haben Corona, aber der Erich hat kein Corona, damit das gleich festgestellt ist. Der hat eine ganz normale, so wie er heute ist, ganz normale Grippe. Und jetzt begrüße ich in seiner Vertretung unsere stellvertretende Bezirksvorsteherin Susi Wesseli. Und auch den Bruno Ludl, der 40 Jahre Bezirksrat in der Bezirksvertretung war und über Jahre lang mit dem Staribacher Passagendiskussionen gemacht hat. Dazu wird er dann auch was erzählen. Stellvertretend für die SPÖ-Landstraße begrüße ich aber auch unseren Bezirksparteivorsitzenden Kai-Jan Kreiner, die Altspotzen Hans Sefcik, Kurt Heindl und ja, da sehe ich sonst niemanden, weil der Rudi Schicker habe ich schon begrüßt. Und ich darf euch alle herzlich begrüßen, die von der SPÖ-Landstraße gekommen sind. Ich begrüße auch den Bundesbildungsvorsitzenden und Gemeinderat Dr. Gerhard Schmidt. Und besonders begrüße ich jetzt auch noch den Rudi Zabraner, seit gestern Professor. Herr Professor, herzliche Gratulation, Professor Rudolf Zabraner. Und er ist deshalb auch ganz wichtig, weil er der Mastermind der Straßenbenennungen im dritten Bezirk ist. Und der Heinz hat mir gesagt, wie kommt es zu Straßenbenennungen? Na, es muss der Bezirk beschließen und im Bezirk muss irgendjemand eine gescheite Idee haben. Und bei uns hat die ganz gescheiten Ideen bei Straßenbenennungen immer der Rudi Zabraner gehabt und daher haben wir so viel gescheite Straßenbenennungen und hat sich ganz genau überlegt, was in Neumarx und was in Euro geht, für Straßen benannt werden. Und da hast du
großartig bewiesen, dass du sozusagen ganz genau weißt, wer wo am besten seine Straße verdient hat. Es war übrigens auch der Rudi, der vorgeschlagen hat, dass die Starebacher Straße dort sein soll, wo die Eventhalle ist. Nun, ich begrüße für den Österreichischen Gewerkschaftsbund und für die Arbeiterkammer den Fraktionsvorsitzenden und Chef der Proge-Gewerkschaft, Nationalratsabgeordneter Rainer Wimmer. Ich glaube, du sitzt da, damit muss ich in die richtige Richtung schauen. Und für die Arbeiterkammer Wien. Den Thomas Ritt, ich hätte ihn auch begrüßen können als Geschäftsführer der Bezirkspartei, ob man der SPÖ-Landstraße, aber du bist ausdrücklich heute Vertreter der Arbeiterkammer Wien. Das freut mich sehr, dass du da bist. Ich muss den Werner Muhm kann ich noch begrüßen, weil ich den auch gesehen habe, zumindest in Erinnerung. Und ich muss mich bedanken beim Florian Weninger, der leider wirklich Corona hat und nicht kommen kann, und der hat eine ganz gescheite Broschüre gemacht, wofür ich mich auch herzlich bedanken möchte bei der Arbeiterkammer Wien, dass die das finanziert haben, auch beim Kammeramtsdirektor Christoph Klein und bei der Präsidentin Renate Anderl, die beide entschuldigt sind, aber diese Broschüre, wunderbare Festschrift zur heutigen Veranstaltung über Erinnerungen an Josef Starebacher, hat die Arbeiterkammer finanziert und auch erstellt. Leider kann der Florian heute nicht da sein, weil er in Quarantäne ist, und ihr werdet alle beim Rausgehen diese Broschüre auch bekommen. Ich möchte noch begrüßen aus dem sozusagen persönlichen Umfeld seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Pauli Wetscher, der wahnsinnig viel geleistet hat, dass es auch zur heutigen Veranstaltung gekommen ist, und der dann ein bisschen was über seine Zeit mit Josef Starebacher erzählen will. Und damit bin ich jetzt fertig mit dem Begrüßen. Alle anderen begrüße ich jetzt einmal tutti completo, besonders noch einmal den Oliver Radkorb. Er wird die Festansprache halten, und er ist auch verantwortlich dafür mit Maria Steiner, dass es zu den Tagebüchern des Josef Starebacher gekommen ist. Du wirst ja dann unmittelbar nach mir auch reden. Ich bedanke mich bei der Sisse Wittusch für die Moderation. Ich bedanke mich bei Marco Schober für die Organisation dieser Veranstaltung. Ja, da habe ich jetzt eins vergessen. Die beiden Gemeinderäte vom Bezirk, Marco Schober und Patricia Anderle, muss ich natürlich auch begrüßen, und die Traudl Imdra Karlsson auch noch. Aber es ist echt schwer. Ich sehe nicht ganz genau, wer da wo sitzt. Daher tue ich mir echt schwer mit Begrüßungen. Aber ich möchte mich extra bedanken beim Team der Wiener SPÖ Bildung, der Wiener Bildungsakademie, bei Marco Schober, Chapa Hayo und dem gesamten Team, die das alles hier vorbereitet haben, die auch einen Videostream machen werden. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und ab kommenden Montag auch über YouTube zu sehen sein. Und ich begrüße alle Mitglieder des 50. Lehrgangs der Wiener Parteischule. Wir feiern heuer 75 Jahre Wiener Parteischule, den 50. Lehrgang. Okay, 50. und 51. laufen parallel, daher weiß ich nie, wer was ist, aber der 51. ist offensichtlich der, nach Josef Starebacher benannt ist. Und die Parteischülerinnen und Parteischüler dürfen sich immer aussuchen, nach wem sie den Lehrgang benennen. Und der Lehrgang 51 hat sich den Namen Josef Starebacher gesucht, daher darf ich hier auch einige begrüßen vom Lehrgang Josef Starebacher. Und als letztes herzlichen Dank an Georg Dere Hornzl. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist, den sehe ich auch schon wieder nicht, der kongeniale Chef hier ist, gemeinsam mit Nia Varani. Und er ist halt für alles zuständig, das funktioniert. Und er hat uns auch hier wirklich sehr, sehr gut unterstützt, unser ganzes Team, dass wir diese Veranstaltung hier im Club Wien durchführen können. Also nochmal herzlich willkommen, und ich gebe das Wort zurück an die Sisi Wittusch. Ich bedanke mich beim Ernst Woller, erster Präsident des Wiener Landtags, der mir die schwierige Arbeit des Begrüßens abgenommen hat, wofür ich sehr dankbar bin. Ich kann Sie vielleicht euch erfreuen mit einigen Spitz- und Kosenamen, die der Josef Starebacher gehabt hat. Also an den Happy Peppy erinnern sich, glaube ich, noch einige, auch die Jüngeren. Aber es hat auch den Nappy Peppy gegeben und den Hurry Peppy. Aber auch, ihr erinnert euch vielleicht an den autofreien Tag, den Pickel-Joe und den Kanister-Joe. Und da er ja selbst sehr sportlich war und in seinen Funktionen viele Dinge von sich abseilen lassen, aus dem Hubschrauber bis Motorradfahren, da hat er dann den Spitznamen Moffa-Peppi bekommen oder Gasolin-Joe. Er war der Bücher-Peppi, und er war, der Ernstl hat ja erzählt aus der gemeinsamen Vergangenheit und Zwentendorf, er war auch der Atompepperl, der Pfadfinder-Peppi, der Tourenstari, der Casino-Peppi und der Sepp im Glück. Und über all das hat er Buch geführt, also
Buch geführt, ist übertrieben. Er hat es jeweils so um 4, 5 in der Früh aufgestanden und dann hat er es in sein Diktaphon gesprochen und auch verfügt, dass diese Tagebücher, wie gesagt, an die 20.000 Seiten in 70 Ordnern, dass die erst nach seinem Tod veröffentlicht werden dürfen. Das ist jetzt schon geschehen, man kann es im Internet nachschlagen. Ihr findet den Link, glaube ich, auch in der Broschüre, wenn nicht, ich habe ihn wo notiert. Und mehr darüber von wissenschaftlicher Seite erzählt jetzt, wie angekündigt, Herr Universitätsprofessor, Magister Dr. Oliver Rathkolb. Bitte auf die Bühne. Vielen herzlichen Dank, werte Festversammlung. Ich habe einen klaren Auftrag, keine Vorlesung zu halten, also keine Sorge, mein Kurzreferat wird nicht 1,5 Stunden dauern. Was ich jetzt versuchen werde, sind einige Aspekte von Josef Starebacher hervorzuheben, von denen ich glaube, dass sie das Besondere an seiner politischen, aber auch an seiner menschlichen, sozialen Persönlichkeit darstellen. Er ist bekanntlich am 25. März 1921 in Wien geboren, Sohn eines Straßenbahners und einer, Anführungszeichen, Hausfrau, sehr früh politisch aktiv bei den Roten Falken. Und hier kommen wir schon zur ersten Prägungsphase, die Prägungsphase in der Zeit des Austrofaschismus unter Anführungszeichen. Er war damals in der Mittelschule, in einer technischen Mittelschule, übrigens mit einem ganz besonderen Deutschlehrer Bruno Bittermann, und wurde wegen staatsfeindlichen Verbindungen im Jahre 36 als 15-Jähriger verhaftet, von der Schule verwiesen. Also man merkt sehr deutlich, das ist ein diktatorisches Regime gewesen, das überhaupt kein Pardon kannte, weder gegenüber Kindern, Frauen, alten Menschen, sondern es ging um die Etablierung des Dollfuß-Schuschnigg-Regimes. Er war über ein Jahr lang arbeitslos und hat dann in letzter Sekunde, unter Anführungszeichen, vor dem sogenannten Anschluss im Jahr 38 einen Lehrplatz als Stein- und Offset-Drucker gefunden, und das ist ja auch dann eine seiner Prägungen gewesen. Man merkt auch die Nachwirkungen des Dollfuß-Schuschnigg-Regimes. Die Karteien der Verfolgten, der politischen Verfolgten, werden 1:1 von der Gestapo beschlagnahmt, und wenige Monate vor dem Aggressionskrieg gegen Polen 1939 wird Bauxl, wie er damals mit seinem Nom de Guerre, mit seinem Tarnnamen in der Illegalität genannt wurde, wird Bauxl verhaftet und 9 Monate lang im Konzentrationslager Buchenwald gequält, inhaftiert und dann freigelassen. Er kommt aber dann in die nächste schreckliche Phase, als er 41 an die Front geschickt wird, schwer am Bein verwundet wird und dann zurückgeschickt wird und in Abendkursen seine Matura nachholt und bis 45 auch das Studium der Staatswissenschaften absolviert. Lassen Sie mich diese Prägungsphase innerhalb so kurzer Zeit in jungen Jahren mehrfach in der Haft, in einem Konzentrationslager, im Krieg, schwerst verwundet, noch einmal zusammenblenden. Aus dem heraus entsteht keine gebrochene Persönlichkeit, sondern ganz im Gegenteil, einen optimistischen, lebensfrohen, lustigen, unglaublich sozialen Josef, ein sozialer Josef Starebacher. Sie haben zu Recht seine Spitznamen genannt und ich werde noch einige dazugeben. Das ist er bewältigt das Trauma der Verfolgung, der Qual, des politischen Terrors in einem fast
unnachahmlichen, positiven Fortschrittsglauben. Und das ist auch etwas, was dann seine politische Karriere, glaube ich, wesentlich beeinflusst hat. Das Zweite ist, Josef Starebacher ist ein Kind der Sozialdemokratie der Zwischenkriegszeit, ein gestandener Antialkoholiker, ein junger Mann, für den Bildung alles bedeutet. Er hat dann auch wieder, und Liesl Petermann hat mir das vorhin erzählt, auch auf Bitten, Anführungszeichen, von Bruno Petermann nach 45 noch ein Jus-Studium angehängt und auch mit dem Abschluss als Dr. Jur beendet, trotz der beruflichen schon Tätigkeit in der Kammer. Bildung ist zentral, auch für einen politischen Funktionär. Auch das hat er eigentlich sehr positiv aus der Zwischenkriegszeit mitgenommen. Es werden sicher noch einige auf seine Arbeiterkammer-Tätigkeit eingehen. Ich möchte das sozusagen übergehen, aber ein Thema schon hier auch noch einmal in Erinnerung rufen. Es gibt einen nicht so bekannten Spitznamen, dem ihm angeblich der damalige Präsident der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Julius Raab, verpasst hat, nämlich Ziffernspion. Also imstande zu sein, in den sehr hitzigen, intensiven Kollektivverhandlungen aufgrund seines guten Zahlengedächtnisses hier auch entsprechend dann die Verhandlungen gerade auch spätabends weiterzubringen. Und deswegen ist das sogar dem alten Julius Raab aufgefallen. Josef Starebacher ist auch jemand, auf den der Geist der Lagerstraße unter Anführungszeichen zutrifft. Das ist bis zu einem gewissen Grad, wenn wir uns die Bundesregierungen nach 45 ansehen, ein Mythos, ja, weil nur ein Teil der Regierenden tatsächlich diese schrecklichen Erfahrungen gemacht hat. Wenn wir uns aber die Gewerkschaftsbewegung, den ÖGB, die Sozialpartnerschaft ansehen, dann ist das tatsächlich der Fall. Und Starebacher hat aus dieser Erfahrung auch sein Verhältnis, sein positives Verhältnis zur Sozialpartnerschaft mitgenommen, ist aber gleichzeitig ein ganz harter, präziser, ideologischer Gegner der ÖVP geblieben. Ja, also das ist, glaube ich, auch ein interessantes Phänomen. Ja, in der Verhandlungsphase ein Pragmatiker, wie das Ferdinand Latziner in seinem Beitrag in der schon erwähnten Broschüre genannt hat, aber politisch sozusagen immer klar auf seinen Hintergrund als Sozialdemokrat bedacht. Nun, 1970, Eintritt in die erste Minderheitsregierung, Bruno Kreisky, und dann ein Jahr später in die Regierung Kreisky mit absoluter Mehrheit ausgestattet. Auch da hat er durchaus Paroli geboten, weil eigentlich war ihm das sogenannte Ackerbauministerium, Anführungszeichen, so hat er das bezeichnet, das Landwirtschaftsministerium, zugeteilt, hat das abgelehnt und ist dann als ein durchaus mit massiven Kompetenzen ausgestatteter Wirtschaftsminister in die Regierung eingetreten. Und die schon vorher erwähnten Tagebücher, über die ich dann noch kurz etwas sagen werde, sind ein beeindruckendes Beispiel, wie es ihm innerhalb kürzester Zeit gelungen ist, ein Ministerium mit ganz anderen Traditionen völlig umzudrehen. Ich erzähle hier nur eine Anekdote, als er das Ministerium betreten hat als neuer Bundesminister, ist der Portier gekommen mit einem Schlüssel, also den Schlüssel für den nur für den Bundesminister errichteten Lift, also den nur er hätte benutzen können. Übrigens, sowas hat es auch in der Kreditanstalt der Bankverein für den Vorstand gegeben. Er hat das natürlich empört von sich gewiesen und ist dann in Ruhe die Stiegen hinaufmarschiert. Was er behalten hat, ist das direkte Telefon Richtung Bundes
heute Bundeswirtschaftskammer, also das war ihm auch eine wichtige Kommunikationsschiene. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es auch kaum Akten in diesem Ministerium, die sind plötzlich verschwunden. Aber auch dieses Problem hat er perfekt in den Griff bekommen. Nun zu seinen besonderen politischen Fähigkeiten. Also ich könnte wirklich mehrere Vorlesungen jetzt über die 20.000 Seiten halten, die ich natürlich nicht gelesen habe, weil das ist ja fast unmöglich. Ja. Ich möchte nur auf etwas hinweisen, dass diese Tagebücher primär entstanden sind, um die Innenkommunikation mit seinem Kabinett auf dem Laufenden zu halten. Also er ist ein Frühaufsteher gewesen, 5.30 Uhr auf, hat dann den Tag, den er eben akribisch mitgeschrieben hat, diktiert und dann wurde das in seinem Büro auch niedergeschrieben und diente den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als eine Orientierungshilfe. Also er war nicht nur brillant in der Außenkommunikation, darüber werden wir heute noch viel hören, er war auch einer der wenigen, die Innenkommunikation perfekt beherrscht haben und hat uns damit eine einzigartige Quelle hinterlassen. Ja. Eine Quelle, die übrigens zu teilweise Missfallenskundgebungen seines Chefs Bundeskanzler Bruno Kreisky geführt haben. Als ehemaliger revolutionärer Sozialist war das furchtbar, dass jemand in strengst vertraulichen Sitzungen mitstenografiert und das nachher auch noch abdiktiert und seinem Büro zur Verfügung gestellt hat. Also immer hin und wieder hat auch geknurrt in Richtung Staribach, was schreibst du denn da jetzt, also so unter der Devise, jedes Schriftl ein Giftl. Heute würde man das anders mit WhatsApp und solchen Dingen formulieren. Als politische Quelle zeigt das eine andere politische Kultur, um gleich bei den WhatsApp der letzten Jahre zu bleiben. Ja, es ist wirklich die spontan mitgeschriebene, auch mit persönlichen Kommentaren beschriebene Diskussion, die Staribacher im Ministerrat, in Vorbesprechungen und in seinen eigenen Terminen aufgezeichnet hat. Und das ist ein anderer Ton einer politischen Diskussion. Es geht um Strategien, es geht um Konzepte, es geht darum, Politik umzusetzen. Ja, es geht darum, den Erdölpreisschock in den Griff zu bekommen. Aber es geht natürlich auch um politische Auseinandersetzungen, vor allem mit der ÖVP, trotz dieser engen sozialpartnerschaftlichen Verbindung. Und Sie werden in diesen 20.000 Seiten de facto keine politischen Untergriffe finden, verletzende, es geht um konkrete politische Argumente und Arbeit. Also insofern ist das eine einzigartige Quelle, nur Eugen Weselski, der damalige Staatssekretär, hat eine vergleichbare Quelle gefunden und ich habe mich damals sehr gefreut, als ich als junger Archivar der Stiftung Bruno Kreisky Archiv mit meinem Auto zu ihm in den Wienerwald gefahren bin und dann mit einem Kofferraum voll mit Ordnern zurückgekehrt bin. Die wurden vor wenigen Jahren in der Stiftung Bruno Kreisky Archiv unter der Oberleitung von Dozentin Maria Mesner, federführend von Magistra Maria Steiner und Magister Matthias Trinkaus neu erfasst im Sinne einer OCR-Erfassung, also einer Volltextverfassung, auch entsprechende Korrekturvorgänge, die unglaublich viele Recherchen benötigt haben, haben die meisten, nicht nur die Rechtschreibfehler, sondern auch die Namensfehler beseitigt. Und vor allem Herr Trinkaus hat Unglaubliches geleistet. Und es ist sicherlich die bedeutendste, modernste Quellenedition zu den 70er Jahren, die gemeinsam mit der österreichischen Akademie der Wissenschaften ins Netz gestellt wurde, Open Access, also man kann sich wirklich einen sehr guten Eindruck über die Regierung Kreisky und den ganz zentralen Akteur Staribacher machen, über dessen Tätigkeiten wir jetzt noch mehr hören werden. Ich werde dazu nichts mehr sagen. Zum Schluss zwei Punkte. In den Tagebüchern habe ich eine wirklich witzige Stelle gefunden, obwohl natürlich das Jahr 1974 eine große Herausforderung, nicht nur für die Bundesregierung, sondern im Speziellen auch für Josef Staribacher war, der ja zuständig war für Ölpreisgeschichten, für das schon vorher
zitierte Pickerl, er wurde ja auch als Pickerl-Peppi bezeichnet. Und im Tagebuch schreibt er dann, bezogen auf eine Meinungsumfrage von Heinz Kinzel, naja, ich habe in den letzten Jahren, und ich zitiere jetzt wörtlich, ungeheuer an Bekanntheit gewonnen, während ich vor längerer Zeit unter ferner Liefen mit 2 oder 3% rangierte, bin ich jetzt angeblich auf 7 oder 8 oder 9%. Ich habe nicht genau hingehört, übrigens das ist auch sehr typisch für Starrebacher, er war wirklich nicht eitel. Zitat Starrebacher weiter, nach Kinzels Erhebungen liege ich nach Kreisky, Androsch, Benja und noch ein, zwei anderen an führender Stelle der Regierung. Und Kinzel meint, das hängt mit seinem starken Auftreten im Fernsehen zusammen. Und gleichzeitig wird dann mit Wanke noch polemisiert, dass sich Starrebacher eigentlich nicht als Politiker gefühlt hat. Dem möchte ich heftig widersprechen, dieser Selbsteinschätzung. Josef Starrebacher, und ich komme zum Schluss, war ein hervorragender Politiker, geprägt durch seinen Widerstand gegen das austrofaschistische Regime, geprägt durch seine antinationalsozialistische Gesinnung, hatte auch bevor er an die Front geschickt wurde, Besuch von der Gestapo, weil er seinen NSV-Zwangsbeitrag nicht abgeliefert hat. Josef Starrebacher war im Konzentrationslager und hat aus diesen vielfältigen Prägungen eine einzigartige, nicht nur politische, sondern auch persönliche Gesinnung mitgenommen. Kompromissbereit in den politischen Verhandlungen, vor allem auf der Ebene der Sozialpartnerschaft, aber gleichzeitig sozusagen wirklich ein tief in der Tradition der österreichischen Sozialdemokratie geformter Politiker mit auch einem hohen Bildungsideal. Etwas, was wir dann aus der Familie noch hören werden und was die meisten vergessen, wenn sie über Starrebacher schreiben oder reden. Josef Starrebacher war ein unglaublich musischer Mensch. Ja. Es wird immer die Mundharmonika erzählt, ja, aber das ist mehr als die Mundharmonika. Er hat auch andere Instrumente beherrscht und diese Musikalität, diese besondere Emotionalität hat er auch in seine politische Arbeit, in seinen öffentlichen Auftritt perfekt hineingebracht. Und unser Landtagspräsident, er hat das jetzt sehr schön auch mit diesem Beispiel, wie er sich um den jungen Politiker im Parteivorstand gekümmert hat, an einem Beispiel auf den Punkt gebracht. Also er war wirklich ein Minister zum Anfassen, aber ein Minister mit Haltung, mit Geschichte, mit einer positiven politischen Vision. Und ich danke dem Bezirk und der Stadt Wien sehr, sehr herzlich, dass sie eine so prominente und so wichtige Straße gefunden hat und dieser Straße den Namen von Josef Starrebacher gegeben hat. Er ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung der österreichischen Politik und ich glaube, wir sollten uns noch öfter an ihn erinnern. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herrn Professor Radkolb. Das hat uns jetzt schon viel Einblick in die Vita und einfach in den politischen Stil von Josef Starrebacher gegeben, den wir uns ja nur sehr als Vorbild nehmen und zurückwünschen könnten. Aber lassen wir noch die Medien, denn er hat ja eine große Außenwirkung gehabt, zu Wort kommen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und die nicht mehr ganz so Jungen unter uns werden sich noch an die Sendung Tritsch, Tratsch mit Jocke Kirschner erinnern. Bitte Film ab. Der Gast, der jetzt bei uns ist, den brauche ich gar nicht vorzustellen, den kennen Sie alle, dort sitzt er. Tag, Herr Minister. Tag, Herr Schäfer. Manchmal steht in den Zeitungen über Sie,
der Ausdruck Happy Peppy Staribacher. Ist Ihnen das angenehm oder stört Sie das, diese Intimität? Im Gegenteil, das ist mir sehr angenehm und das Einzige, was ich wirklich sammle, sind also solche Kosenamen und dann Karikaturen von mir. Ah, die sammeln Sie? Ja, die sammle ich, da habe ich schon ein ganzes Backel. Ah, man braucht also als Politiker schon irgendeinen Sinn für Show. Ja, sicherlich. Schon ein bisschen Showgeschäft, die Politik. Auch, aber vor allem Humor, glaube ich. Das braucht man eh in dem Geschäft. Sicher, ja. Wie lang sind Sie denn schon Minister? Na, seit April 70, also 11 Jahre alt. Ja. Und wie lang wollen Sie es noch bleiben? Naja, da habe ich der Handelskammer versprochen, bis zu meiner Pensionierung in 70 Jahren. Da haben sie gesagt, sind Sie gesund? Da habe ich gesagt, sicher, sonst kann ich nicht so lange Handelsminister bleiben. Macht Ihnen Ihr Beruf einen Spaß? Ja, eigentlich schon, natürlich. Sie sind ein ganz außergewöhnlicher Politiker. Sie besitzen keinen Smoking, frag schon überhaupt nicht. Ich habe gehört, Sie haben noch nie Lackschuhe getragen, Sie rauchen nichts, Sie trinken keinen Alkohol und Sie fahren nicht einmal das größte Auto, das Sie haben können als Dienstwagen. Wie kann man das überhaupt machen? Als Politiker, hat man da nicht Schwierigkeiten bei irgendeinem stinkfeinen Staatsempfang, wo Smoking-Zwang ist? Wie machen Sie das? Naja, das ist also alles viel einfacher, als es also scheint. Ich habe halt einen Splen, so wie jeder Mensch, und das war mein Splen, dass ich immer gesagt habe, Orden würde ich nie nehmen, und das tue ich auch nicht, und also auch diese hohen Auszeichnungen nicht, und natürlich auch nicht die notwendigen Gewänder, die man dann braucht. Denn was nutzt einem Orden, wenn man keinen Frack hat, oder was macht man mit einem Frack ohne Orden? Also daher habe ich mich dazu entschlossen. Das habe ich nicht gewusst. Sie nehmen keinen Orden? Nein, ich nehme auch keinen inländischen und ausländischen Orden an. Und das geht auch. Sind da Leute beleidigt? Nein, eigentlich nicht, denn wenn man das konsequent macht, dann ist keine Gefahr, dass jemand beleidigt ist. Ja, das mit dem Trinken, ich meine, ich kann mir vorstellen, ich habe gehört, wenn man in Russland ist, bei so einem Empfang, da stehen 100 Leute, dann stehen die 100 Mal auf, 100 Trinksprüche, zack, ein Wodka runter oder ich weiß nicht, ein Glasl Grimm-Sekt. Wie schaffen Sie das, dass Sie da nicht mitmachen? Na, wie das erste Mal dort war, habe ich geschwindelt. Da habe ich also in das Wodka-Glasl immer Wasser reingeschüttet, bis das dann der Vorsitzende bemerkt hat. Und dann habe ich ihm klar gemacht, dass das eigentlich in unserer Jugendorganisation streng verboten ist. Und das geht auch. In der Zwischenzeit sind die alle älter geworden, die Herren, und trinken jetzt mit mir schon das Wasser. Was trinken Sie so normalerweise? Also irrsinnig viel. Also wenn ich also einen Alkohol trinke, wäre ich glaube ich mittags bereits besoffen, nicht? Ich trinke wahrscheinlich also Unsummen von Mineralwasser und jetzt darf ich kann nichts mehr sagen, weil sonst mache ich gleich eine Propaganda für eine Firma. Mineralwasser ist Werbung für Gesundheit. Nein, Mineralwasser nicht, aber wenn ich dir noch aufgezählt hätte, die Fruchtsäfte, die ich trinke, da wäre es kritisch geworden. Werbung dürfen Sie nicht, obwohl es Handelsminister, aber Werbung dürfen Sie nicht machen. Nein, das sagt man immer wieder, Bütchen, ja keine Werbung im Fernsehen. Ja, wenn Sie so leben, müssen Sie ja unheimlich gesund sein. Naja, das ist ja so eine Angelegenheit. Also Sie haben jetzt gerade Vormittag oder vor der Sendung, jetzt oder während der Sendung, auch Ihr Bio-Training, ich kenne Sie ja auch als ein solcher Fanatiker, mir einen Schreier gemacht. Ja. Und ich muss sagen, wir haben ja mit deutschen Journalisten und anderen Journalisten bei ihm einmal schon auch diese Bio-Training-Sache da gemacht und alles, was gesund ist. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so gesund bin, das weiß ich nicht. Ich bin dort auch gefragt worden, wie schmeckt denn? Ich habe gesagt, ganz gut, aber das Wiener Schnitzel ist mir lieber. Wie oft waren Sie im Spital in den letzten 10 Jahren? Holzklopfen. Ich glaube, also nur so bei Pflichtuntersuchungen, wenn die Frau Dr. Leodolter, die ja schon lange kennt, sagt, jetzt musst du mal untersuchen kommen. Und dann bin ich halt hingekommen und habe mich untersuchen lassen, aber schon nach dem Prinzip, also ich werde es eh nicht brauchen. Das hat ja, aber auch krankheitshalber waren Sie noch nicht im Spital. Naja, mit meinem Magen habe ich manchmal was. Da wäre es Lamperts Verhältnis mit ihm. Ich kümmere mich nicht um ihn, er kümmert sich nicht um mich, aber manchmal geht das nicht ganz gut. Ja, das ist die Stresssache. Das fühle ich mir real was. Also, gegen Stress haben Sie noch nichts. Ah, da habe ich eigentlich noch nichts, nein. Ja, bitte, vielleicht haben Sie heute bei uns was dazu gelernt. Ich werde mich noch mit den Kollegen dann auseinandersetzen. Ja, Teilentspannung. Ja. Ganz ruhig und entspannt. Ja. Ja. Alle können wir im Bug, glaube ich, rutschen. Ja. Zum Schluss dann. Ja. Jetzt, na, ich hoffe natürlich schon, dass nicht alle, die jetzt zuschauen, alle Drittstratsch-Zuschauer, dass sie den jetzt sie zum Vorbild nehmen von morgen an, da müssen ein paar Industriezweige zusperren. Die Weinhauer müssen auf Mineralwasser, auf Kracherl umstehen. Tabakregie könnte auch zusperren. Ja. Die Smoking- und Frackschneider.
Nein, das wäre wirklich eine Katastrophe. Ja. Und zum Beispiel jetzt bei Wahlveranstaltungen, da erzähle ich immer, was wir doch auch für den Absatz der Bauern machen. Und da kommt natürlich auch der Überschuss des Weins zur Sprache. Ja. Und da sage ich immer, bitte, gnä Frau, nicht schimpfen, wenn der Mann ein Viertel bestellt. Das freut denen Wirt und also auch die Männer. Und da hat aber jemand gesagt, aber Sie trinken ja gar nichts, Herr Minister. Sag ich, sehen Sie, ich bin ein Politiker, der Wasser trinkt und Wein predigt. Ja. Ja, so war er, der Happy Pepe, und zwar nicht als Image nach außen hin, sondern er hat immer gestimmt. Das, was man jetzt bei vielen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, leider nicht mehr findet. Oder sind vielleicht die Medien nicht mehr danach, dass sie das gerne zeigen wollen. Aber es gibt schon noch Einzelne. Und einen davon möchte ich jetzt zu mir auf die Bühne bitten. Der Ernst Woller hat schon erzählt, er ist unser Bundespräsident der Herzen. Aber er hat in der Ära Kreisky, des Sonnenkönigs, ja viele Funktionen bekleidet. Vom Klubobmann über den Wissenschaftsminister, dann Nationalratspräsident. Ich freue mich jetzt sehr auf Herrn Bundespräsidenten AD, Dr. Heinz Fischer. Willkommen. Bitte, lieber Heinz. Du fragst mich was oder ich sag was? Ich frag dich, ja? Und dann redest du. Danke. Ja, ich will dich einfach nur fragen, wie das war mit dem, ich kenne die Fotos, sagen wir mal so, der Peppi Starebacher und du, ihr seid immer sportlich unterwegs. Er war, glaube ich, um 10 Jahre älter, aber ihr seid gemeinsam, habt Bergtouren gemacht, seid Ski gefahren. Ein echter Freund, würde ich sagen. Wenn man sich die Fotos anschaut, ein Bild sagt eben mehr als 1000 Worte, dann weiß man, das war eine lebenslange Freundschaft. Und ich möchte dich nur bitten, ein bisschen was aus dieser Zeit mit ihm zu erzählen, wie du ihn erlebt hast. Also ich habe sehr, sehr herzliche und freundschaftliche Erinnerungen an Bauxl, wie wir oft gesagt haben, der Ruperl Gmoser oder der Heinz Kinzel oder der Charlie Blecher oder ich, wenn wir wandern waren, kennengelernt. Oder der Name Starebacher ist mir bewusst geworden Mitte der 50er Jahre, wie mein Vater Staatssekretär im Handelsministerium war, in der Regierung Grabscherf Mitte der 50er Jahre. Und da ist der Name Starebacher, der junge, wiffe, tüchtige, agile Funktionär der Arbeiterkammer und Gewerkschafter im Bereich Lebensmittel- und Genussarbeiter oft gefallen. Persönlich kennengelernt habe ich ihn etwas später, Anfang der 60er Jahre, Ende der 50er Jahre, wie ich beim VSSDÖ war. Und da haben wir bald erkannt, dass wir in manchen Punkten zumindest eine ähnliche Wellenlänge haben. Und ich habe Ihren Namen schon genannt, der Heinz Kinzel, der für mich wahrscheinlich der in der Praxis solidarischeste Mensch war, den ich gekannt habe. Beim Bergsteigen, wenn es kalt war, hat er seinen Anorak hergeborgt. Wenn der Tee zu Ende gegangen ist, hat er seinen letzten Rest hergegeben. Wenn im Lager zwei gute und ein weniger gutes Bett war, hat er sich aufs schlechteste Bett gelegt. Das war der Heinz Kinzel. Und der Peppi, der Josef Starebacher, war in vielen Fragen gar nicht unähnlich. Die zwei, Kinzel und Starebacher, die haben ja unter diesem Gesichtspunkt der Mitmenschlichkeit, der Rücksichtnahme, wirklich sehr, sehr gut gefallen, und das hat sich nicht nur beim Bergsteigen bewährt, sondern auch im restlichen politischen Leben. Und der Starebacher, der immer sehr schnell gesprochen hat und immer alles gleichzeitig erklären wollte, was er gefragt wurde, war dann auch ein starker, guter Wahlkämpfer. Ich bin manchmal
beim Wahlkampf 62 gemeinsam mit ihm aufgetreten. Er hat ja auch in diesen Notizen, die heute schon erwähnt wurde, von denen ich damals nichts gewusst habe, der hat uns nicht erzählt, du, morgen früh werde ich das aufschreiben, was wir heute gemeinsam erlebt haben. Ich habe das erst viel später erfahren, da hat er ja beschrieben, manche Wahlkampfauftritte, und hat ganz nett und ehrlich geschrieben, ja, der Heinzi Fischer, der hat sehr intelligent und gescheit geredet, aber ich habe das viel besser gemacht, weil ich hab einen ordentlichen Schmäh drauf gehabt und der war ja viel zu ernst für Wahlreden. Wenn er mir das gleich gesagt hätte, ja, hätte ich was lernen können, aber ich habe das erst 50 Jahre später nachlesen dürfen und habe auch gute Erinnerungen an Auslandsreisen mit ihm, weil Kreisky, wenn er als Bundeskanzler ins Ausland gereist ist, haben immer die wirtschaftlichen Fragen eine Rolle gespielt, war fast immer der Starrebacher dabei. Und der Kreisky war auch klug und hat alle drei Klubobmänner mitgenommen, den von der SPÖ, von der ÖVP und von der FPÖ. Der freiheitliche Klubobmann Friedrich Peter ist immer mitgefahren. Bei der ÖVP hat es zwei Strömungen gegeben. Die einen haben gesagt, es ist gut, wenn jemand mitfährt von uns und dabei ist. Und die anderen haben gesagt, der tut ja nur den Weihrauch für einen Kreisky vergrößern, wenn ein Oppositioneller mit ihm mitfährt. Aber ich bin auch immer mitgefahren und daher habe ich auch viele Auslandsreisen mit dem Starrebacher gemacht. Und habe ihn dabei auch schätzen gelernt, sowohl was das Fachwissen betrifft, als auch was die zwischenmenschliche Chemie betrifft mit ihm. Und eins wollte ich noch sagen, die meisten werden es ja wissen, aber es ist heute schon gesagt worden, dass der Starrebacher eigentlich ursprünglich in der Regierung Kreisky bei der Regierungsbildung im April 1970 als Landwirtschaftsminister vorgesehen war vom Kreisky und mit diesem Vorschlag ist er ins Parteipräsidium gegangen, Landwirtschaftsminister Starrebacher, Handelsminister Weselski. Und da haben viele gesagt, Bruno, das geht nicht. Der Starrebacher, der da der Vertreter der Konsumentinnen und Konsumenten ist, der in der Lebensmittelarbeitergewerkschaft ist, den kannst du nicht den Bauern als Landwirtschaftsminister vorsitzen, das klappt ja nicht. Und das hat der Kreisky eingesehen, war eine der wenigen Male, wo der Kreisky eine Personalentscheidung aufgrund solcher Überlegungen geändert hat, die er schon getroffen gehabt hat. Und er hat gesagt, gut, dann machen wir halt den Starrebacher zum Handelsminister. Was mache ich dann mit Weselski? Ja, der soll Staatssekretär im Bundeskanzleramt werden. Aber dann brauchen wir einen neuen Landwirtschaftsminister. Und das ist in der laufenden Sitzung des Parteipräsidiums so erörtert worden. Und dann hat sich der Kärntner Landeshauptmann zu Wort gemeldet und hat gesagt, du, ich kenne jemanden, der ist hervorragend für diese Funktion. Den haben wir in Kärnten in der Landesregierung, der ist für die Landwirtschaft zuständig. Wie heißt er denn? Oellinger heißt er. Fragt der Kreisky, sagt dann, na und wie heißt er mit Vornamen? Sagt der Landeshauptmann, du, das weiß ich gar nicht. Sagt der Kreisky, na sehr gut scheinst du den aber nicht zu kennen. Geh Heinz, ruf an in Kärnten in der Landesregierung und frag, wie der Oellinger mit Vornamen heißt. Und darauf habe ich also pflichtgemäß, die Sitzung hat im Parlamentsclub stattgefunden, angerufen. Und habe dort den Landesamtsdirektor Nevole, glaube ich, hat er geheißen, gefragt, wie denn der Herr Oellinger mit Vornamen, da war noch welcher Oellinger und meinst du den Oellinger oder den? Also wir haben uns geeinigt, der für die Landwirtschaft und dann konnte ich seinen Vornamen berichten und dann ist er zu einem berühmten, lang im Amt befindlichen Landwirtschaftsminister geworden. Ihr wisst, wie ich das meine. Aber der Starrebacher hat mit dem Handelsministerium wirklich ein Ressort gefunden, in dem er viel geleistet hat und auch die Wirtschaft war ja zufrieden. Und wie der Starrebacher am ersten Tag ins Ministerium eingerückt ist, hat er ein Telefon entdeckt, das kein normales Telefon war.
Und da hat er probiert und hat abgekommen. Und es hat sich der Salinger gemeldet. Und hat sich herausgestellt, eine direkte Leitung gibt es vom Handelsminister zum Bundeswirtschaftskammerpräsident, hat der Salinger gesagt, ja, entschuldige, das hat dein Vorgänger vergessen abzumontieren, das werden wir natürlich jetzt gleich beseitigen. Und das da gesagt, ganz im Gegenteil, das werden wir hoch und heilig halten. Wir werden viel zu telefonieren haben. Und somit hat der Staripacher als sozialdemokratischer Handelsminister mit dem Salinger eine rote Linie, eine Hotline gehabt. Und fragt es mich nicht, wie oft die benutzt wurde, weil die zwei haben wirklich hervorragend zusammengearbeitet. So, das fällt mir ein zu deiner Frage. Danke dir. Bist du jetzt zufrieden oder willst du noch was wissen? Ich bin zufrieden, weil die Sozialpartnerschaft ja sehr schön erwähnt worden ist. Oh ja, ich frage dich doch noch was. Ich weiß es einfach nicht, was das für, ich habe eins da, was das für ein Abzeichen ist. Das ist ein Abzeichen des Ban Ki-moon Center, jenes Instituts, das der Ban Ki-moon und ich gegründet haben und das sich den SDGs, den Sustainable Development Goals, widmet. Und wenn du jetzt einen kleinen Vortrag über die 17 Sustainable Development Goals haben willst, die von den Vereinten Nationen im September 2015 einstimmig beschlossen worden sind, dann kannst du das haben. Oder ich gebe dir das Mikrofon zurück. Ich danke dir. Wir haben hier wahrscheinlich nicht genug Zeit. Interesse glaube ich eigentlich schon. Denn heute, wo ja wieder Klima im Mittelpunkt steht, ja? Das heben wir uns auf. Gut, danke dir für deine Gute. Hilfe und deine interessanten Worte. Und ja, ich muss sagen, du bist nicht nur unser Bundespräsident der Herzen und schaust auch so aus, wie wir dich immer erlebt haben. Ich könnte ja jetzt den Heinz noch fragen, wie es bei ihm mit Trinken, Rauchen, aber wir wissen es eh alle. Also man braucht ihn nur anschauen, dann weiß man, dass er, wie auch der Stari, einfach fit ist und noch immer Skifahren und Bergsteigen. Also ich glaube, wir könnten uns da am Stil und am Lebensstil ein großes Beispiel nehmen. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Es ist immer ein Vergnügen mit dem Heinz Fischer. Ja, die große Politik. Die Zeit des Sonnenkönigs, die haben wir jetzt schon abgehandelt. Jetzt fehlt uns natürlich der Bezirk. Und der Stari hat trotz seiner, er war ja der längst dienende Minister in seinem Ressort, 13 Jahre lang, hat er den Bezirk nie vernachlässigt. Und ist auch spontan in Zeiten, wo keine Wahlen ins Haus gestanden sind, erschienen in Wien-Mitte, hat mit den Leuten diskutiert, aber mehr werden uns darüber zwei gestandene Bezirkspolitiker berichten. Das eine ist der Hansl Sefcik und das andere ist der Bruno Ludl. Und ich darf euch jetzt bitten, zu uns zu kommen, da auf die Bühne und ein bisschen was zu erzählen aus dieser Zeit der Passagendiskussionen. Ich helfe da, weil das ist nicht ohne. Oder ihr geht es überhaupt auf der anderen Seite, da ist es ein bisschen ohne Kabel und ohne Stolpersteine. Und ein Mikrofon gibt es auch. Dankeschön. Genau. Kommt ihr zu mir zum roten Tisch? Da sind wir schön mittig. Und den Hans ebenfalls. Und ich brauche euch ja nicht vorzustellen, wir sind ja ganz unter uns. Aber was ich zum Beispiel nicht gewusst habe, ist eure nähere Beziehung zum Staripacher, der mir natürlich als Minister und so sehr wohl noch ein Begriff war,
Aber wie das damals auch im Bezirk und so gelaufen ist, davon weiß ich nichts. Willst du anfangen, Bruno? Ja, weil gerne. Wir haben ja schon von den Passagen diskutiert. Ja, servus, Elisabeth. Eine seiner Eigenschaften war ja, dass er gerne und gut geredet hat, dass er humorvoll war und mit Menschen gerne umgegangen ist. Und so haben wir halt irgendwann einmal beschlossen, das nützen wir und machen eine sogenannte Passagendiskussion. Was geheißen hat, wir treffen uns und es hat sich dann ungefähr so angespielt, er ist aus dem Ministerium gekommen, ich habe so einen großen... Das war im Stubenring, ne? Das Ministerium. Richtig, war im Stubenring. Ich bin von der Landstraße gekommen, aber einen großen Lautsprecherkasten mitgehabt und haben uns im Schnellbahnhof getroffen. Weil dort kommen viele Leute, besonders um die Zeit, wenn Betriebsschluss, Arbeitsschluss war, 4:30, sind die Leute gekommen. Wir haben uns dort aufgestellt. Ich habe, was ich gut kenne, dumme Fragen gestellt. Und er, der Stari, hat dann auch, was er gut kenne, hat, gescheite Antworten gegeben. Und auf die Art haben wir uns aber so, unterhalten. So die Farkaschwar-Waldkron-Konstellation, ja, ja. Wenn Sie noch gut gemacht. Erinnert, und ja. In Kürze, muss man sagen, haben sich ein großer Halbkreis von Publikum gebildet, so 6-7 Reihen Leute, man soll es nicht glauben, haben sich interessiert dazugestellt, was natürlich auch dazu geführt hat, dass die Menschen selber was wissen wollten. Und das hat er dann gut beantwortet, gut gemacht. Und eine Kleinigkeit, er hat immer drei Sachen mitgehabt. Sein Grotenfeil, den hat er nie gebraucht. Dann hat er noch seine Mundharmonika gehabt, die hat er manchmal gebraucht. Und was er noch gehabt hat, was ganz wichtig war, seinen Lohnzettel, wie er es nannte. Weil es hat sich beim Publikum immer einer gefunden, der gesagt hat, na, da steht er sich her, verdient so viel, nicht? Und so und so. Hat er dann immer in die linke Tasche, hat den Lohnzettel ausgenommen gesagt, und hat gezeigt, was er so kriegt. Und da waren die Leute manchmal erstaunt. Man natürlich hat ein bisschen mehr verdient, eh klar. Aber nicht so viel, als manche geglaubt haben. Und Abzüge hat er ja auch gehabt. Ja. Ja, und eine kleine Geschichte war noch. Wir waren fertig einmal, es hat immer so 1,5 Stunden gedauert, sind jedes Monat hingegangen. Und einmal packen wir zusammen, er geht auf und an, schaut, sucht, denke ich mir, was hat er? Stari, was hast du? Sagt er, jetzt hat mir einer den Hut gestohlen. Das heißt, der Hut war weg, aber wir waren immer wieder da. Das ist eine nette Geschichte. Irgendwer wird, das ist so wie das Kappel vom Sigmund Freud in der Berggasse, das ist ja auch einmal abhanden gekommen, wurde dann ersetzt, zurückgegeben, wissen wir nicht so genau. Dank dir, Bruno. Du warst Bildungs Vorsitzender im Bezirk. Eine Zeit lang, eine Zeit lang. Naja, ich habe lesen können, schreiben können, aber Brünn gehabt, aber ein Schnurrbart gehabt. Da, das waren die besten Voraussetzungen, rein optisch schon, nicht? Ja, na, was das Finanzielle betrifft, muss ich noch dazu sagen, hat mir ja einmal eine, ich sage keinen Namen, Sektionsleiterin gesagt, die ständig auf der Suche nach Geld, Pokalen, Unterstützungen, Preisen fürs Preisschnapsen und sowas war, gesagt, naja, der Stare, was er immer in der Tasche gehabt hat, war der Taschenfeitel, genau. Das zweite der Fotzhobel, ja, genau. Und ein Igel. Ja, ja. Ja, genau, so war es. Denn immer in Erinnerung auch bleiben, nicht unterstützen. Aber jetzt frage ich natürlich den Hans Sefcik. Du hast mit dem Bezirk, also der Bezirk, das bist du irgendwie. Solange es diesen Bezirk in meiner Erinnerung gibt, gibt es dich. Du hältst dich zwar meistens im Hintergrund, aber wenn es drauf ankommt, dann gibt es ein ernstes Wort und das wird auch gehört und das wird auch akzeptiert. Wie war das damals mit dem Staribacher? Der war der Obmann, der Herr Bezirksvorsteher Hohenberger war der Sekretär, glaube ich. Später. Und was war deine Funktion und wie hast du den Stari erlebt? In erster Linie, für mich war er ein Mensch. Vielleicht hat der eine oder andere ein anderes Bild. Für mich war er ein Mensch.
wenn wir am Samstagvormittag klopfen gegangen sind, weil wir Mitglieder geworben haben. Er hat nichts verlangt von anderen, was er nicht selber gemacht hat. Das war eins. Und das zweite war, er hat Respekt gehabt. Respekt vor dem Kleinsten. Und das hat den Starre oder Baxel ausgemacht. Ich weiß nicht, wie viele Kosenamen er gehabt hat, was da aufgezählt worden ist vom Professor Radkolb. Aber es hat vom Bodensee bis zum Neusiedlersee nur einen gegeben und das war der Happy Baby. Und für mich, ich habe erlebt, wie er Bezirksobmann geworden ist. Da war er noch in der Arbeiterkammer, Kammeramtsdirektor und noch ein Adelbohler. Und die über 20 Jahre waren für mich persönlich eigentlich eine Formation, wo ich geformt worden bin. Wenn ich mich erinnere an die Schachspiele, die er gemacht hat mit Erich Homberger, der damals Bezirkssekretär war. Das Schachspiel mit Erich war ihm heilig. Für das hat er immer Zeit gehabt. Und wenn ich erinnere, wenn ich Nationalrat der Sitzung war und wir haben gleichzeitig in Bezirk eine Sitzung gehabt, er hat es zusammengebracht, dass er sich im Nationalrat für eine Stunde entschuldigt hat und in die Sitzung zu seinen Leuten gefahren ist im Bezirk. Und das prägt in einer Form. Ich weiß, es gibt manche, die sagen, ich wäre so die graue Eminenz gewesen. Nein, das war ich nicht. Umsonst war ich nicht, oder war ich nicht, 30 Jahre lang geschäftsführender Bezirksobmann bei zwei Bezirksobmänner gewesen, wenn das so gewesen war. Ich habe gewusst, wo der Platz ist. Und das verdanke ich in Starre. Die Einsicht und das Menschsein. Das war meine Begegnung, mein Starre. Dank dir, Hans Festschick. Danke, Bruno. Wir haben den Bezirk erlebt jetzt und ich muss sagen, da weht wirklich noch was vom Geist des Josef Starrebacher herüber und ich hoffe, dass es auch weiterhin so bleiben wird. Die Jungen müssen das übernehmen und müssen auch diesen Stil, dieses Feeling, dieses was immer. Es hat auch nichts damit zu tun, ich glaube, das hat auch jemand einmal über den Starre gesagt, der war nicht cool, aber der war lässig. Das war nicht alles so verkrampft, so bemüht, so furchtbar ehrgeizig, sondern er hat einfach seine Überzeugungen gelebt und das ist lässig drüber gekommen. Und ja, das findet man halt nicht so oft. Aber es gibt eine neue Generation und es gibt viele Menschen, die sagen, ja, der Zeitgeist ist mir nicht so wichtig, ich lebe doch meine Überzeugungen und ich setze mich für die Sache ein und nicht nur für meine Karriere und möchte jetzt gleich zu zwei Organisationen kommen, bei denen wir uns auch für die Unterstützung bedanken, für die Broschüre, die ja nachher an alle verteilt wird, ist sehr schön geworden, sind schöne Bilder aus dem Leben und Wirken des Josef Starrebacher drinnen und ich freue mich jetzt und bitte auf die Bühne vom ÖGB oder für den ÖGB den Chef der ProG, Nationalrat Rainer Wimmer. Und für die Arbeiterkammer, unseren muss ich sagen, weil ja dritter Bezirk, Thomas Ritt. Bitte alle von da. Begrüße dich. Wir gehen zum Roten. Ja, ÖGB
und Stare. Servus, Thomas. Das ist eine lange gemeinsame Geschichte, wobei mich immer wundert, aber ich habe noch niemanden fragen können, wieso der Stare eigentlich bei Genussmittel oder Lebensmittel eigentlich Gewerkschafter war, obwohl er ja zunächst einmal Offsetdrucker war von seiner Ausbildung her und dann eben später am zweiten Bildungsweg Matura nachgeholt, studiert, eigentlich zwei Studien, Volkswirtschaft und Jus auch noch. Aber wie ist er da zur Gewerkschaft gekommen? Kannst du mir das? Ja, das ist eine ganz eigenartige Geschichte. Ich habe die auch seit langem nicht gewusst und seit kurzem weiß ich es. Starrebacher war ja Offset-Drucker und hat Benzdorf-Schleifen gedruckt in seiner Arbeit. Und das war der Konnex und der Zusammenhang, wo er in Richtung Lebensmittelgewerkschaft tendiert ist. Und das war ausschlaggebend, hat er mal berichtet in seiner Zeit, dass er sich bemüht hat und auch das Vertrauen gekriegt hat, dort in diese Gewerkschaft einzutreten und dort sozusagen den Obmann zu stellen. Also ganz Ivan Choklad. Ivan Choklad zur Lebensmittelgewerkschaft. Das ist in Wirklichkeit der Zusammenhang. Aber wir haben ja heute schon gehört, wie der Stare wirklich war. Er war einfach ein total menschlicher Typ. Er war nett, lieb, er war durchsetzungsstark und er war eine Einzelerscheinung in Wirklichkeit in der Politik und auch bei uns in der Gewerkschaft. Und ich selber, wie die letzten 5, 6 Jahre mit ihm, habe ich gemeinsam arbeiten dürfen. Er hat ja nicht nur Spitznamen selber gern getragen, er hat ja sofort Spitznamen ausgeteilt. Ich stamme ja aus Hallein, gell? Nein, aus Hallstatt. Hallstatt, entschuldige. Ja. Ich komme aus dem Salzbergbau. Ich komme aus dem Salzbergbau und da habe ich natürlich sofort den Spitznamen Salzschläger gehabt. Der hat mich dann begleitet. Aber wir haben einfach am Starre raufgeschaut, weil der hat einfach mitnehmen können. Der hat da was erklären können und du hast das gewusst. Du hast das begriffen. Also, Er war in Wirklichkeit ein Wahnsinn, wie er mit den Menschen, wie er die Menschen umgekehrt hat. Und vor allen Dingen, mit den Zahlen hat er sich auch ausgekannt. Wie er zu den Menschen hingegangen ist und wie er sie mitnehmen hat können. Das ist die Gabe hat oftmals oder haben ganz selten. Und ich habe auch gedacht, wie kann man einen Stare beschreiben? Nicht? Weil man kann nicht sagen, er war ein lieber Kerl, das sagt man nicht. Er war wirklich ein lässiger, wir würden heute sagen, ein lässiger Haberer war er. Zumindest haben wir so erlebt damals. Aber er natürlich älter gewesen ist wie wir, aber das war er einfach. Er hat mit uns mitgetan, er hat mit uns mitgestritten und das war einfach toll. Und wie alle kennen das, wenn wir auf der Straße gegangen, wir haben sehr viele Bekannte, ab und zu kommt uns wer entgegen. Da gibt es welche, der kommt zu, aber sagen wir, hallo, grüß dich. Meistens sagen wir, wie geht's dir? Der sagt, er wird drauf, gut, weil was soll der sonst sagen? Und dann geht er wieder. Ja, das ist so die neutrale Geschichte. Ja. Und dann kommt einer von der Weiten schon, da gehen wir eh Zeiten, weil du kriegst eh schon Kabin, wenn er kommt. Nicht? Entweder weicht man sich aus und das sind die, die man halt nicht so gern trifft. Und dann gibt es welche, die sieht man schon von der Weiten und der Starre war so einer. Da bist du zugegangen, weil du hast gewusst, da kommt jetzt was dich freut. Und er hat einfach so einen Optimismus ausgestrahlt. Das war einfach bemerkenswert. Und das ist auch das, was heute die Veranstaltung tragt. Und wenn ich jetzt die Beiträge so gehört habe, ist das eigentlich genau das, was den Menschen auszeichnet hat. Und er war als Chef, als Obmann, und wenn wir mit Kolleginnen und Kollegen redet, die ihn nur als Chef erlebt haben, er ist auch als Minister einmal, zweimal in der Woche durch die Büros in der Gewerkschaft marschiert und hat geschaut, was los ist. Er hat nicht die Leute antreten lassen, sondern ist zu den Menschen, zu den Sekretären hingegangen. Er hat ein Meisterwerk vollbracht, den Rahmenkollektivvertrag für die Lebensmittelarbeiter. Das war eine ganz wesentliche Geschichte. Wir sind so zerfledert gewesen in den einzelnen Gruppen, in den einzelnen Branchen. Das war eine ganz wichtige Geschichte. Aber so eine tolle Persönlichkeit hat natürlich Schwächen auch. Darf man gar nicht als Schwächen bezeichnen, nicht? Weil da ich ja Möschbeiß gegessen habe, das wissen wir mittlerweile. Nicht? Da hast du nur Pech gehabt, wenn du hinter ihm gestanden bist beim Buffet, wenn du einen Nachspeis geholt hast. Ja. Da war er erbarmungslos. Aber weil heute
von Professor Radkopp die Mundharmonika angesprochen worden ist. Das haben wir bei jedem Seminar oder bei den Weihnachtsfeiern haben wir das einfach mitbekommen und haben sie erleben dürfen. Und das war einfach schön. Und das bewirkt dazu sagen, er war nicht nur ein lustiger, optimistischer Mensch, weil ich persönlich kenne keinen Menschen, der immer seine Mundharmonika eingeschoben hat. Und ich kenne keinen Mundharmonika-Spieler, der das so kann, ob der grantig ist. Das heißt, der ist immer gut aufgegriffen und hat immer uns in Wirklichkeit mitgenommen. Er hat, glaube ich, bei seinem letzten Pressefrühstück dann auch, muss ich denn zum Städterli hinaus aber oder jetzt, so. Aber jetzt, wie ich ein bisschen schlau gemacht habe, habe ich das auch mitgekriegt. Ja. Der letzte Ministerrat hat er seinen Fotzhoppel raus und hat da, muss ich zum Städterli hinaus. Und ich muss jetzt noch was sagen zu den süßen Sachen. Ihr werdet euch vielleicht wundern, wenn ihr die Einladung genau gelesen habt, steht drauf, dass es nachher beim Buffet einen Milchreis gibt. Aber das war eine seiner bevorzugten Speisen. Ja, aber nicht nur. Ich glaube, er hat ein Prioritätenwissen gehabt. Nicht bei den Buffets gibt es ja selten einen Milchreis, sondern der Apfelstrudel, der Topfenstrudel. Ja, aber er ist schlank gewesen. Wir haben ihn ziemlich leid gesehen, ja. weil er das so gut, weil er das wirklich so gut vertragen hat. Ja. Rainer Wimmer, ich danke dir. Du bringst ja viel ähnliche Erfahrungen mit, weil du jahrelang Bürgermeister warst. Ich wollte jetzt nur noch fragen, Hallstatt haben sie doch in China nachgebaut, an Miniatur. Ja. Warst du da schon? Ja, das war ganz eine eigenartige Geschichte. Mittlerweile überall dort, wo Menschen in Massen auftreten, da hast du dann immer ein Problem. Wir sind eh als Familie da, als Genossinnen und Genossen unter uns. Wir sind heute dieser sozialdemokratisch geprägte Gemeinde. Wir haben meistens dort 2/3 Mehrheiten. Aber der Anprall des Tourismus, es war so groß, dass wir dann eine Bürgerliste gekriegt haben. Also das ist ein bisschen anders. Wir haben dann verkehrsfreie Zone gemacht und. Aber vielleicht noch einen Satz jetzt zum Starrebacher. Ja. Apropos verkehrsfreie Zone. Eine Schwäche vom Starre, soll man sagen dürfen zu ihm, er hat nicht Auto fahren können. Und das müssen wir einfach sagen, er konnte nicht Auto fahren. Und wenn er die eingeladen hat zu einer Autofahrt, das habe ich miterleben dürfen, und die 1,5 Kilometer von der Albergossen zum Parlament, ich werde das nie wie vergessen. Aber ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, der Sozialdemokratie Landstraße zu danken, dass uns unseren Starre, weil er war so lang, 29 Jahre Vorsitzender unserer Lebensmittelgewerkschaft, einfach Danke zu sagen, dass er ein kleines Stückchen Ewigkeit mit dieser Benennung seiner Straße ihm gewährt. Und das ist eine tolle Auszeichnung für uns, auch als Gewerkschaft, und eine tolle Auszeichnung natürlich für unseren Starre. Danke, Rainer Wimmer. Und ja, wir bleiben im Bezirk. Thomas Ried, bist du einmal Auto gefahren im Starrebacher? Hast du Erinnerungen an seine Milchreiszeit? Erzähl uns was. Na, also an sich bin ich ja als AK da. Also, ja, als Arbeiterkammer. Muss und sagen, da haben wir uns verpasst, weil er ist 1970 eben dort rausgegangen, knapp. Ich 1994 dort rein. Und ich möchte nur ansehen, wenn er noch zu AK, wenn man mal gesagt hat, Kammeramtsdirektor. Das gibt es nicht mehr. Das heißt jetzt Direktor. Und es hat sich entsprechend irrsinnig viel auch in der AK geändert. Die Rolle der Sozialpartnerschaft ist eine andere. Wie wir Medienarbeiten machen, ist ganz andere. Was sich aber nicht geändert hat und was ich glaube für den Josef Starrebacher wichtig ist, er hat die Verbindung zur Gewerkschaft eng gehalten, weil AK ohne Gewerkschaft geht es nicht. Und den Ausgleich zwischen Interessen von Arbeitnehmern, die konsumieren, und Arbeitnehmern, die produzieren, auch geschafft. Weil die sind alle Mitglieder und könnten unterschiedliche Interessen haben. Es hat sich viel getan, aber ich glaube, das ist nach wie vor in der AK total wichtig. Ich kann mich da an eine Äußerung, die ich gelesen habe, erinnern. Da ging es um Panzer. Und er hat dann gesagt, als von der Gesinnung her, als Politiker, ist er dagegen, dass man wohin Panzer liefert. Aber als Gewerkschafter, wenn es Arbeitsplätze betrifft, müsste eigentlich dafür sein. Und irgendwie hat das geschafft, auch solche unterschiedlichen Positionen mit sehr viel Pragmatismus. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wesentliche Eigenschaft. Er war einfach pragmatisch. Er hat nicht die große Vision, also er hat gewusst, die lässt sich eh nicht ganz verwirklichen. Man muss halt kleine Schritte setzen. Und im Bezirk hast du ihn
erlebt? Ich war sehr jung, und ja. Also das Anfang der 80er, wie ich in den Bezirk gekommen bin, und wo ist man da in der Isee? Und man kommt sich wahnsinnig revolutionär und gescheit Natürlich. Vor. Und man ja. sitzt im Ausschuss Hola. Ganz hinten, ja, und fuhren das Präsidium, und da sitzt der Starri, wie soll der Hansl Sefcik auch durchgesessen sein. Und man kommt sich hinten sehr revolutionär vor und denkt sich, vorne sitzt der konservative Block. Dann sagt der Starri, jetzt möchte er zur SE-Landeskonferenz was sagen, weil die war ein paar Tage vorher. Und damals war die Zeit, also Zwentendorf-Abstimmung war schon, aber es war nicht sicher, ob man es nicht da aufsperrt. Abfangjäger-Diskussion hat schon begonnen, also wir waren gegen Zwentendorf, gegen die Abfangjäger, Starri eher auf der anderen Seite. Und ich habe gedacht, und bei der SE-Konferenz ging es auch um das. Und ich habe gedacht, jetzt kommt die Kopfwäsche wegen Zwentendorf und Abfangjäger. Pustekuchen. Er hat gesagt, er war bei der SE-Konferenz und hat gesagt, da waren so wenig rote Fahnen und die haben bei der Internationale so leise mitgesungen, das muss sich aber ändern. Ja. Also so war das und ja. das war wahnsinnig sympathisch ja. und dann bricht einem das Weltbild, wenn man als junger Linker hat, dann schon ziemlich zusammen. Aber im positiven Sinn. Ja. Also so gesehen hast du ihn ja noch eben gerade noch erlebt. Ja, den Jungen muss man es einfach weiter erzählen und ich freue mich sehr, dass eben dieser Lehrgang, der 51. Der Parteischule von den Teilnehmern als Josef Staribacher Lehrgang deklariert wurde. Und Markus Schober freut sich natürlich auch. Ich bedanke mich sehr herzlich, ÖGB, Rainer Wimmer und Thomas Ritt für die Arbeiterkammer. Nehmt es mit, ja. Danke. Ja, und wir haben schon sehr viel jetzt von der Broschüre geredet. Wie gesagt, bekommen alle am Schluss. Ich sage euch, warum wir es nicht vorher verteilt haben. Weil es sind so schöne Bilder und so schöne Beiträge drin. Wir hatten einfach Angst, ihr werdet jetzt da blättern und lesen und schmökern und nicht mehr aufpassen. Also ein ganz einfaches Prinzip aus der Schule entlehnt. Für diese Broschüre ist zum Teil, jedenfalls zu einem großen Teil, ein leitender Redakteur der Wiener Zeitung verantwortlich. Er ist heute natürlich auch hier, obwohl sein Sohn erkrankt war, aber hat es gerade geschafft, es nicht zu bekommen. Ich freue mich jetzt auf Professor Paul Wetschei. Bitte auf die Bühne. Und dann, er ist jetzt hier in der Funktion als letzter Pressesekretär vom Starri. Und wir haben aber auch noch einen früheren Sekretär, der dann aber umgekehrt im Laufe der Zeit der Chef vom Staribacher wurde, als Minister, als Finanzminister. Das ist der Diplomkaufmann Ferdinand Latziner. Herzlich willkommen, bitte auch zu... Kommt herüber, mittig. Ja, es ist hier leider sehr finster. Ich habe mich schon dreimal dessen in den vergangenen Tagen. Müsst ihr nicht auch noch. Ja. Jetzt weiß ich nicht, mit wem ich anfange. Mit dem ersten Sekretär, würde ich sagen. Ehemaliger Finanzminister, damals dann Chef vom Starri, der bei der ÖIAG Chef war. Aber begonnen hat es ja anders. Du warst Sekretär beim Staribacher, als er Handelsminister war, wenn ich das richtig sehe. Nein, falsch. Kammeramtsdirektor. Kammeramtsdirektor, was es das, jetzt was nicht, es nicht mehr, mehr gibt. Gibt. Ja. Angeblich. Ja. Wie war das
Wie war das über die lange Zeit, das Verhältnis zum Stari? War das formell, war das amikal? Wie ist das praktisch abgelaufen, auch mit diesen Informationen, die er ja eben immer schon in der Früh gesammelt, und wurde da eine Parole ausgegeben? Oder wie weit war man als Sekretär zum Beispiel selbstständig oder ganz genau auf Linie? Einfach ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Also Staribacher war der angenehmste Chef, den man sich überhaupt vorstellen kann. Wobei es überhaupt falsch ist, von einem Chef zu sprechen. Es war immer auf Augenhöhe. Das heißt, er hat nie eine Autorität hervorgekehrt, sondern was man wirklich getan hat, war bei ihm wahnsinnig viel zu lernen, viel auch was Toleranz betrifft. Wir haben sicherlich in seinen Augen sehr viel Dinge gemacht, die völlig sinnlos waren aus seiner Sicht, aber er hat uns wirken lassen. Und das war natürlich schon sehr, sehr schön und hat uns, also in den 15 Jahren, die ich in der Arbeiterkammer war, habe ich wahnsinnig viel gelernt, alles das, was ich vorher auf der Hochschule nicht gelernt hatte. Mhm. In Wirklichkeit hätte ich einen akademischen Grad nur in der Arbeiterkammer erwerben können, aber nicht auf der Hochschule für Welthandel damals. Ich glaube, viele wissen, dass dort Professoren tätig waren, die alle Spielarten des österreichischen Faschismus, nur, es gab auch den Herrn Heinrich, es gab auch den Herrn Kerschagel, also den Verfasser des Korneuburger Eids, aber auch einen großen Funktionär der Regierung Schuschnigg. Das heißt, man hat dort, und das war nicht nur das Verdienst von Staribacher, sondern auch der vielen Kollegen und Kolleginnen, die zum großen Teil aus der Emigration nach Österreich gekommen sind und die uns etwas beigebracht haben, was man auf keiner Hochschule damals lernen konnte. Das ist das Erste. Und dann zweitens hat man von Staribacher sehr viel gelernt, was ich bis heute nicht verstehe. Ich habe das damals in der Kammer ja gar nicht gewusst. Ich habe nur gesehen, der Staribacher, wo immer man gesessen ist, er hat irgendwo ein Papier gefunden oder jemanden entrissen und hat also sofort zu schreiben begonnen. Und gleichzeitig hat er uns aber gesagt, wo wir aufpassen müssen, ein Schriftl ist ein Giftl. In diesem Widerspruch hat er offenbar viele Jahrzehnte gelebt. Ich habe mir das gut gemerkt, dass ein Schriftl ist ein Giftl. Also wo das enden kann, das sehen wir gerade in den letzten Tagen. Aber wir haben auch etwas Zweites gelernt. Jeder, der in irgendein Amt berufen wird, sagt dann immer, dass er mit ungeheurer Demut diese Verantwortung auf sich nimmt. Und jeder weiß, das ist so falsch, was er da sagt, dass man eigentlich ein ungeheuer schlechtes Gefühl haben muss. Staribacher hat diese Demut gehabt, ohne dass er darauf hingewiesen hätte. Und er hat aber auch eines gesagt: Wenn du bei den Roten bist, in der Sozialdemokratie, da darfst du nicht eins machen, nämlich aufzeigen, dass du was werden willst. Dann wirst du überhaupt nie was. Sondern in Wirklichkeit musst du versuchen, deine Arbeit zu machen. Und ich habe große Sympathien für das, was er in Wirklichkeit gesagt hat und was dementiert wurde. Er war ein Politiker, der sich nicht als solcher gefühlt hat. Und das war eigentlich das, was den Stari ausgezeichnet hat. Ich war nicht sein Chef, sondern wir haben in der verstaatlichten Industrie damals, da war ich nicht Finanzminister, sondern für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zuständig, hatten wir ja ganz große Probleme. Wir hatten die großen Probleme mit den Spekulationsgeschäften in der Intertrading, aber auch in der Chemie Linz. In dieser Zeit hat uns Staribacher als Vorsitzender des Aufsichtsrats der ÖAG sehr, sehr viel geholfen.
Und zwar insofern hat er uns besonders viel geholfen, weil er ein Mensch war, der nicht nur in der Sozialpartnerschaft, sondern mit verschiedensten Leuten reden konnte und sie so lange beredet hat, bis das herausgekommen ist, was er eigentlich wollte. Vielen Dank, Zeitzeuge Ferdinand Platzina. Ja, und jetzt kommt der Paul Wetschei dran. Du hast uns da ganz viel Material geliefert, auch persönliche Fotos zur Verfügung gestellt aus deiner Zeit mit dem Stari und warst sein letzter Pressesekretär. Bist auch auf einem Bild, fährst hinter ihm im Windschatten mit dem Motorradl oder mit der Vespa nach. Das mit, heißt, mit einem Moped. Mit einem Moped. Bitte, ja. Okay. Also, das war die Zeit, als wir versucht haben im Ministerium, weniger Dienstfahrzeuge zu haben, zumindest keine Limousinen. Und statt eines Dienstwagens haben wir zwei Mopeds angeschafft. Und das ist dann tatsächlich irgendwo in der Zeitung auch abgebildet worden. Und der Mofa-Peppi. Ich kann mich erinnern, dass wir mal vom Stubenring zum Parlament gefahren sind mit dem Moped. Er vorne, ich hinten. Und war ziemlicher Stau und an der Kreuzung sind wir stehen geblieben. Und da hast du gesehen, wie die Leute so geschaut haben. Und gesagt, ist es? Und ich gesagt, ja, ja, das ist er. Und das war sehr benzinsparend und es war eben sehr schnell. Und wir waren zwischen Ministerium und Parlament wahnsinnig flott mit diesem Fahrzeug. Heute würde Populär wahrscheinlich der Stari eher zu einem Radeln, E-Bike. Radeln, der E-Bike da ja, würde ich auch sehen, ja. Paul, du bist eine wandelnde Quelle von Anekdoten. Erzähl uns noch ein bisschen was Lustiges vom ja, Stari und deinen Erfahrungen. Gerne, ich wüsste gar nicht, wo ich aufhören sollte, wenn ich einmal anfange. Aber vielleicht darf ich nur sagen, die meisten Fotos sind schon auch aus dem Kreis der Familie. Und ich bin auch nur der letzte Pressesprecher. Es gab eine ganze Reihe von wirklich wichtigen Sekretären. Ich möchte mich erinnern an den verstorbenen ersten Sekretär, den Fritzl Koppe, den Vater des Konsumentenschutzes. Ja. Und dann hier sitzt ja auch einer der ersten Sekretäre noch in der Reihe irgendwo, der Kurt Heindl, ich sehe ja, nicht. Aber da drüben, glaube ich, sitzt der. War ja auch ein wichtiger Kurt, ja. Sekretär. Mhm. Und der Toni Weiß, der heute leider krank ist. Ja, Postgeneral. Ja. Und ich bin sozusagen das letzte Glied. Aber lustige Geschichten, mit ihm habe ich wirklich viele erlebt. Ich muss noch ein bisschen schmunzeln, weil ich höre ihm jetzt in meinem Ohr, weil der wird jetzt ganz hundertprozentig sagen, hört dort oben auf zum Reden, die Leute wollen was essen. Und darum weiß ich nicht genau, wie ich jetzt noch was erzählen soll, aber vielleicht meine allererste Begegnung, die seine Leutseligkeit zeigt. Ich kam aus Wels nach Wien, ins Handelsministerium, sollte dort Pressesprecher werden, war ganz jung, glaub, war 23 Jahre alt und hatte meinen ersten Termin beim Staribacher, den ich ja nur vom Fernsehen quasi vorher gekannt hatte und komme zu dem Gespräch hinein und wurde gefragt, was er trinken wollte und habe sie einen Tee bekommen und wie man das damals so gemacht hat, diese Teesackerl, gell, wickelst so ums um einen Löffel und plötzlich bing, das Ding reißt und das Teesackerl fliegt über den Schreibtisch auf den Minister. Da waren lauter Akten, das Tee, die Heferl ist umgefallen. Alles nass. Die Akten sind drinnen geschwommen. Und man dachte, das war es jetzt. Nicht? Der Stari hat mich angeschaut, er hatte nämlich noch was ganz Wichtiges, immer wirklich noch in seinem Sack, nämlich ein Taschentuch. Hat er immer gehabt, ja. Und hat mich so angeschaut, hat er gesagt, sind ja nur Akten. Reg dich nicht auf. Du bist nervös, weil du das erste Mal beim Minister bist. Brauchst nicht nervös sein. Ich bin der Stari. Wann fangst du an? Das war das Bewerbungsgespräch. Vielen Dank, Paul Wetschei. Vielen Dank, Ferdinand Platzina. Und last but not least ist jetzt die Familie dran. Also wir hätten da ja eine Boys Group fast zur Auswahl. Da gibt es einmal den älteren Sohn, den Wolfgang,
den Jüngeren, das ist der Andreas, aber wir haben auch noch die ganz junge Generation, nämlich den Enkel Daniel, der, also ihr stellt euch jetzt natürlich so was Kleines vor, nein, der ist Chirurg von Beruf, also kein ganz kleiner Bub mehr. Und ich darf jetzt bitten, wer von der Familie ein bisschen was erzählen kann, der möge heraufkommen. Hallo Wolfgang. Hallo. Wir werden dich ja nachher noch in anderer Funktion erleben, denn wenn der Papa, der Opa schon immer die Mundharmonika in der Tasche hatte, dann hat das Auswirkungen auf die Familie natürlich auch gehabt. Und das ist der Dr. Daniel. Starebacher bleibt, nicht? Ihr habt nicht andere Namen angenommen. Wunderbar. Danke, dass du es geschafft hast, zu kommen. Ich fange mit dir an. Die Jugend. Wie war der Opa? Wie sehr hat der Opa zum Beispiel, der ja selber ein äußerst positives Verhältnis zu Ärzten hatte, nämlich er hat sie nicht gebraucht. Wie hat das zum Beispiel deinen Berufswunsch beeinflusst? Komm ins Licht da, wir wollen ja euch sehen. Ja, also was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist bei ihm, ist diese wirklich soziale Komponente. Mhm. Also ich habe einerseits, er war extrem freundlich und frohes Gemut hat er immer gehabt, aber war extrem sozial. Also man hat von ihm wirklich alles haben können. Mhm. Und was ich auch wirklich zu schätzen gelernt habe, ist, er hat eigentlich nie über irgendwen schlecht reden können. Also er hat immer, also ich habe nie gehört, dass er sich irgendwie über jemanden lustig gemacht hat oder auf Kosten jemand anderer sozusagen da Scherze gemacht hat oder auf Kosten jemand anderer gelebt hat. Und das ist etwas, was man, so klein bin ich jetzt auch immer, im Laufe der Jahre wirklich schätzen gelernt hat, weil es gibt relativ wenig Leute mit diesen Attributen. Und ich glaube, die soziale Komponente war schon etwas, das vielleicht ein bisschen geprägt hat. Mhm. Ob das jetzt mein Berufswunsch dadurch geprägt hat, kann ich jetzt nicht sagen. Aber, ja, ich meine, er ist 2014 von uns gegangen. Da warst du ja noch sehr jung, nicht? Na, so jung auch nicht. Ich habe am Ende schon irgendwie so ein bisschen die medizinische Versorgung im weitesten übernommen bei ihm. Ja. Aber ja, also positive Erinnerungen an den Opas. Auf jeden Fall. Ja. Irgendwas, was ich weiß nicht, was du gewünscht hast, einmal ein Geschenk, was Musikalisches, ein Ständchen oder ja. Also das Musikalische, muss ich sagen, das ist eher beim Onkel hängen geblieben. Also ja, ich klar. Man muss sagen, leider überhaupt kein Talent. Du bist der Sohn vom Steuerberater und Minister und er ist der ältere Bruder und dein Onkel. Genau, ja. Ja, nur damit wir die Familienverhältnisse klären. Also du hast nichts mehr zu Hause, sage ich jetzt. Ich weiß nicht, einen Teddybären oder so, wo du sagst, das war vom Opa. Den Teddybären nicht. Was ich vielleicht von beiden Großeltern, lustigerweise von beiden Großvätern habe, meine Markensammlung. Und, ja, bitte. Und da habe ich sozusagen von beiden, da wird es zusammengeführt zu einer relativ großen. Das ist schön, Lage. Ja. Also da habe ich noch einiges von nicht Ihnen. Hergeben, nicht nein, zu nein. Bares für Rares. Nein. Immer in der Familie behalten. So, Wolfgang, zu dir. Du bist Musiker geworden. Ja. Ja. Warst du da irgendwie, war das willkommen oder warst du eher das schwarze Schaf? Wie war das mit dem Papa? Naja, ich habe jetzt im Zuge der Auseinandersetzung mit dieser Broschüre auch mit Leuten geredet und auch selber wieder nachgedacht. Und es war interessant, der Papi, mein Vater, ich habe dasselbe Verhältnis, was viele Söhne zu dem Vater haben, man will natürlich die Anerkennung des Vaters. Aber dass er mal gesagt hat, ah, das ist toll, was du machst, so weit ist nie gekommen. Aber er hat mich immer unterstützt, immer. Brauche eine Heimandorgel. Und mir hat es jahrelang gefehlt, dass er mir sagt, super. Und nachher, nach vielen Jahren, bin ich draufgekommen, er hat mich eigentlich auf das zurückgeworfen, wo du als Künstler letzten Endes bist. Mach dein Ding, das hat er total unterstützt,
Aber ich werde dir nicht sagen, ob das gut ist oder nicht. Das musst du selber glauben und sehr lang glauben, weil bis die Leute drauf kommen, das kann oft lang dauern. Ja, das hat was für sich. Ja, und interessant ist, und er hat immer noch gesagt, am Anfang hat er immer gesagt, du wirst schon mal was Vernünftiges machen. Hat mir unterstützt, wirst schon mal was Vernünftiges machen. Nach den ersten Platinplatten hat er immer gesagt, solange es nur einen Spaß macht. Ja, naja gut, man muss dazu sagen, das war auch eine Zeit, ich kann mich selber erinnern, von meinem Vater, wo die Eltern wollten, dass man was Anständiges lernt. Das war so das Um und Anständig auf. Hat er Gott sei Dank gesagt, vernünftig. Ja. Ja, und wenn das nicht ganz in die Kategorie gefallen ist, hat man sich einfach Sorgen gemacht, ja, ja. Dass dieses Kind dann nicht überleben kann. Ja, ja. Aber man sieht ja, ihr seid ja alle was Vernünftiges geworden und was Anständiges und etwas, was auch der Menschheit oder den Leuten hilft und Freude macht. Hoffen wir's. Ich danke euch für das Gespräch. Wir kriegen jetzt gleich wieder einen Filmausschnitt, wo es auch um die Musik geht. Danke, Daniel und Wolfgang Staribacher. Und ich darf wieder die Technik bitten, den Film abzuspielen. Das also ist die Wiener Rockgruppe Jessica und der Bandleader, der Chef, ist der. Das ist der Wolfgang. Ja. Ich bin nur der Klavierspieler. Nein, er ist der Chef. Tom Telepack ist der Chef. Also der Chef. Der Chef ist der Wolfgang Staribacher und der hat. Und der hat heute einen ganz besonderen, außergewöhnlichen Solisten, den Herrn Papa. Ganz der Papa, was? Was sagen Sie denn zur Musik von Ihrem Sohn, Herr Minister? Na, sie kann nicht so schlecht sein, weil ich schlafe daneben. Schlafen Sie? Ja. Aber Sie spielen jetzt mit denen? Ja. Und Sie spielen auf Ihrem Lieblingsinstrument? Ja, auf Harmonika. Mundharmonika. Wanderbares Österreich. Aha. Sind Sie bereit? Kann es losgehen? Absolut, ja. Aha, wie sagt man im Ring? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und geht auf. Die Uhr, also guten Abend, gute Nacht ist noch nicht. Ein bisschen ist noch Zeit bis zum
Mittagessen bis zu unserem Buffet. Und ich möchte jetzt den Wolfgang Starebacher bitten. Er hat ein Lied geschrieben. Es heißt Bauxl oder Bauxi. Ich glaube, es ist gut geworden. Gute Unterhaltung mit Wolfgang Starebacher und Bauxl. Danke. Ein Applaus kurz für meine Mitstreiter. Uli Winter an der Gitarre, Bernhard Rabitsch an der Mundharmonika, der übrigens auch bei Tritt Stratsch dabei war und der den Papi musikalisch ein bisschen wieder auferstehen lassen wird mit dem typischen vibratoreichen Sound, mit dem er gespielt hat. Ich möchte aber zuerst noch ein bisschen was sagen über den Papi als Musiker. Wir haben ihm ja alle spielen gehört. Ich habe 4 Instrumente ihn spielen gehört, aber ich habe ihm nie auch nur eine Minute üben gehört. Jetzt sagt man natürlich, ja, der hat ja seine ganze Zeit, seine ganze Energie in seine Mission, in seinen Beruf gesteckt, er hat auch kein Hobby gepflegt, aber das hat schon früher angefangen. Er hat Geige gelernt als Jugendlicher und nach wenigen Wochen hat er schon eine längst ausgeheilte Sportverletzung vorgestützt, weil er nicht üben wollte. Hat er aufgehört, dann hat er Klavier gelernt, eineinhalb Jahre, hat er aufgehört. Man fragt sich natürlich, wie hat er es dann gemacht, wenn einer wenig Ausbildung hat und nicht üben will? Also erstens mal, wie schon erwähnt, er war hochmusikalisch, ein exzellentes musikalisches Gehör gehabt. Noten habe ich bei mir überhaupt nicht gesehen, immer alles nach dem Gehör gespielt. Und dann hat er noch eine zweite Eigenschaft gehabt, die ein Spiegel seiner Persönlichkeit war. Er hat ja von seiner KZ-Zeit sehr ungern geredet. Wir haben ja 2 Sachen erfahren. Das eine ist, nach seiner Internierung ist er sehr bald in die Druckerei gekommen und hat da einige Vorteile, Gott sei Dank, gehabt. Also unter anderem, wenn der Hunger ganz schlimm war, haben sie Leim aufgekocht und gelöffelt. Und wie er dann rausgekommen ist aus dem KZ, hat er gesagt, ich habe das überlebt, was kann mir noch geschehen, was kann mir noch passieren? Und mit diesem Optimismus, mit diesem unerschütterlichen Optimismus ist er durch sein ganzes Leben gesegelt. Und in der Musik hat sich das ausgedrückt in einer Überfliegermentalität. Im Beruf hat er das nicht machen können. Aber in der Musik eine Überfliegermentalität sondergleichen. Der hat einen Mut gehabt, sich einfach hinzusetzen und zu spielen. Sagenhaft. Und er hat, als Happy Peppy natürlich, da hat er ein Publikum gehabt, der da voll spielen können, hat keiner gemerkt. Aber er hat auch wirklich ein Husarenstück diesbezüglich abgeliefert im Krieg. Er war dann irgendwie rückwärtig in Holland, waren die stationiert. Und auf einmal geht ein Ruf durch die Kaserne, kann doch nicht sein, dass kein Klavierspieler da ist für das Offizierscasino. Und natürlich mögliche Vergünstigungen und so, das hätte er schon gern gemacht. Aber mit 1,5 Jahren Klavierunterricht war er natürlich heillos unterqualifiziert. Und er hat aber gesagt, ich habe einen getroffen, der hat mir gesagt, ich muss einfach alles nur auf die schwarzen Tasten spielen. Und wie ich so 10, 11 Jahre war, da hat er sich noch gern ans Klavier gesetzt zu Hause. Ich habe schon ein bisschen spielen können und habe das verstanden. Sagenhaft. Alles in Fis-Dur, natürlich, damit das auf die schwarzen Tasten funktioniert. Links Oktaven, rechts, was er erwischt hat an den schwarzen Taschen, das war dann ein Dreiklang oder ein Non oder 6, hat in den Stil immer gepasst. Sein Lieblingslied war Blue Moon. Und Ilse Moon, wie wir Burm gesagt hat, da war natürlich In the Mood von Glenn Miller gemeint. Und sagenhaft, also ich habe in 50 Jahren Musizieren niemand getroffen, der mit einem so einen geringen technischen Können am Instrument so viel Sound aus einem akustischen Instrument rausgeholt hat. Und das ist mein Respekt für ihn, in dieser Sache auch als Politiker sind wir ja alle in seinem Fanclub. Und jetzt habe ich natürlich bei dieser Straßeneröffnung natürlich ein Lied schreiben müssen, Bauxi, und das spielen wir jetzt. Bauxi, in einer dunklen Zeit geboren, voller Hass, voll Angst und voller Not. Die alte Welt vergangen und verloren, die neue unter Schmerzen erst geboren. Schon als Bub haben's die in den Häfen gesteckt, weil's der Sozi warst und parieren wollt's nicht und schon gar nicht mit dem rechten Mob marschieren. Im Lager sind's nicht die verreckt, du hast Leib zum Überleben geschleckt
Boxi, was soll dir noch passieren? Boxi, mit einem Lächeln, mit einem Schmäh, selbst im Krieg ganz ohne Waffen, du wolltest nicht schießen auf Befehl. Weil links, wo der Herz schlägt, dort hört jedes Menschenleben. Boxi, es kann da nichts geschehen. Boxi, eine neue Zeit bricht endlich an. Frieden, Aufbau, Wohlstand und dann mehr Demokratie wagen. Einmal war Österreich links. Und ein gestandener Sozi macht vor keinem, sondern König an Knicks. Wie ein Kerzen, die von zwei Seiten brennt, was alles geht, hakelt ohne ihn, aber immer besonnen und immer mit Herz. Hast mit roter Söhl schwarze Tasten gespült, auf jedem Gipfel hast dich aufgemüht, hast an jeden Mensch zugeguckt und auch mit jedem gern gescherzt. Boxi, mit einem Lächeln, mit einem Schmäh, immer eine Waffen in der Tasche, im Fotzobe weißt du, links, wo das Herz schlägt und mitten im Leben. Boxi, es kann da nichts geschehen. Vor über 100 Jahren geboren, der Optimismus, oh, der fehlt in unserer Zeit. Die Hoffnung auf eine bessere Welt ist fast verloren. Wohin man schaut, nur Gier und Neid und Streit. Du darfst da nur die Augen rein, mit gesenktem Kopf, der missfällt sein. Der Freundschaft war für euch mehr als ein Gruß. Dein Weg müssen jetzt andere gehen, solidarisch bleiben, zusammenstehen, denn du spürst jetzt mein Glenn Miller Oman Blues. Boxi, mit einem Lächeln, mit einem Schmäh, das letzte Hemd hat keine Taschen, was bleibt diese Idee, dass jeder Mensch sein Recht auf Glück hat, auch die Schwachen und Kleinen. Du bist nicht allein, es kann da nichts geschehen. 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 Und Band. Mit einem Lächeln, mit einem Schmäh, Boxi. Kann da nichts geschehen, uns auch nicht. Wer keinen Milchreis will, der holt sich auf jeden Fall die wunderschöne Broschüre, um sie mit nach Hause zu nehmen und auch weiterzugeben. Allen anderen wünsche ich jetzt guten Appetit beim Milchreis und Getränke gibt es natürlich auch draußen beim Buffet. Danke für eure Aufmerksamkeit. Freundschaft. Danke euch. Schön.